Häufig ist bei einem Hexenschuss mit einem Beinschmerz, was man Ischias nennt, ein Bandscheibenvorfall oder eine Bandscheibenvorwölbung dahinter. Diese Bandscheibenvorfälle, die sind häufig, wenn sie akut auftreten, eher harmlos. Erst wenn es Gefühlsstörungen oder Lähmungserscheinungen in den Beinen gibt, dann muss man handeln. Ansonsten kann man am Anfang erstmal mit Schmerzmitteln behandeln und schauen, wie es sich verhält. In den meisten Fällen, etwa 95% der Fälle, geht es wieder von alleine weg. Nur wenn es über Wochen nicht weggehen will oder Lähmungserscheinungen auftreten, dann muss man weitere Diagnostik machen. Zuerst einmal muss jemand, der mit diesen Beschwerden kommt, untersucht werden, genau neurologisch untersucht werden, ob Lähmungserscheinungen da sind. Wenn das so ist oder man mit dem Schmerz über lange Zeit nicht zurechtgekommen ist, dann wird nach Möglichkeit eine Kernspintomographie der Lendenwirbelsäule durchgeführt. Diese zeigt einem dann, ob so ein Bandscheibenvorfall tatsächlich vorliegt, ob dieser Bandscheibenvorfall auch in der richtigen Höhe ist, der die Beschwerden genau erklärt. Und er zeigt einem auch, ob vielleicht eine andere Ursache mal dahinter stecken kann, zum Beispiel eine Zyste oder vielleicht auch mal ein Tumor oder vielleicht auch einmal eine osteoporotische Fraktur eines Lendenwirbelkörpers. Zunächst versucht man einen Bandscheibenvorfall immer konservativ zu behandeln, mit Schmerzmitteln, mit weniger Belastung. Wenn das aber über längere Zeit nicht ausreicht oder aber Lähmungserscheinungen da sind, die möglicherweise die Lebensqualität doch erheblich beeinträchtigen, muss man an eine Operation denken. Diese Operationen werden heute in aller Regel minimal invasiv mit dem Mikroskop oder mit dem Mikroskop und Endoskop durchgeführt. Dafür braucht man häufig nur einen Schnitt, der 2 cm lang ist. Und über diesen Schnitt und unter der mikroskopischen Sicht kann man einen solchen Bandscheibenvorfall entfernen. Und das ist eine relativ einfache Operation für den geübten Operateur. Und die Patienten erholen sich sehr rasch davon. Sie können in der Regel 3-4 Tage danach wieder nach Hause gehen. Und die Prognose, dass es zu einer langfristigen Besserung kommt, liegt bei etwa 80-90%. Das Problem ist trotzdem, dass dieses natürlich ein gewisser Alterungsprozess der Wirbelsäule ist und das Altern kann man durch die Operation nicht anhalten.